Nun, ich denke, nach dem Frühstück sollte ich mich erst einmal zum Pentagrammaton aufmachen. Abelmir, und was zieht man zu so einem Ball an? Nun, es wurde uns ein guter Schneider empfohlen, nicht wahr? Genau. Und dann gehen wir dahin, würde ich sagen. Nun, oder ist es ein Schneider? Wenn doch nicht so ist, wie es auf dem Papier scheint. Nun, ich denke, ein Schneider wird ein Schneider sein. Ja, ich denke auch. Vor allem, da es für einen solchen Ball ist, wurde uns der besonders anempfohlen, um uns herauszumachen. Gut, dann schlage ich vor, wir gehen dorthin, lassen Maß nehmen und dann schauen wir einmal weiter. Nicht wahr? Das ist denn jetzt so eine Veranstaltung, wo ich nicht in Kettenhemd auftauchen kann? Genau das. Wie wäre es mit freiem Oberkörper? Oh ja, das wäre bestimmt beeindruckend. Damen. Kann ich nicht einfach als eure Wache auftauchen mit Kettenhemd? Wenn die dich wünscht. Immer ein Fan vom Kettenhemd. Findest du, steht mir gut. Das besprechen wir später. Aber ja, Isarun, ich denke, es ist das Beste, wenn ihr euch auf den Weg macht zur Akademie. Wollt ihr den Boltax oder Mendario mitnehmen? Ich würde diese Akademie schon gerne sehen. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist ja nur dieser kleine Teil. Für den Schneider haben wir auch noch heute Nachmittag Zeit. Ich möchte eigentlich lieber diesen Ball sehen. Der ist noch nicht. Das dauert noch eine Weile. Der ist erst in 3 Tagen. Ach so. Oh, aber vielleicht könntet ihr unserem Herrn Elf etwas Tanzen beibringen. Also so wie auf Bällen getanzt wird. Und ich denke, das wird sich machen lassen. Ich habe euch auch etwas schon beigebracht. Ihr erinnert euch an Gareth? Eure ungelenken Versuche? Lügt ihr jetzt mit Absicht oder erinnert ihr euch wirklich nicht mehr? Nun, ich erinnere mich an eure ersten Schritte. Ja, ich mich auch an eure. Mein Fuß war der untere. Ihr seid lustig am frühen Morgen. Aber mir, ich lasse mich jetzt nicht mehr darauf ein. Ich gehe jetzt zur Akademie. Boltax, kommt ihr? Ja. Viel Spaß! Danke. Ich packe mir Abelmir und um ihm den Brief zu zeigen. Nun, zeigt einmal hier, was steht denn dort genau? Ich lese mir den Brief halt mal genau durch, Wort für Wort. Auch die Wortstellung und eventuell versteckte Botschaften. Eure Eminenz, wir sind geehrt durch euren Besuch und laden euch und Begleitung ein zum einjährigen Maskenball zur Feier seines Namens. Die Adresse eines Schneidermeisters. Der erstgeborene Sohn herrscht im Verborgenen ewiglich. Wie auch wir ihm dienen und sind zusammengetragen, die Splitter seines Namens wird zerspringen das Kettengeflecht am Himmel. Es grüßt die Horusrose. Nun, dies klingt sehr obskur, meint ihr nicht? Ja, deswegen wollte ich es auch zuerst dir zeigen. Ihr erinnert euch an Gareth, den Kult? Dieses mit den Ketten hat mich auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, aber wir sollten nicht überall Zeichen an die Wand malen. Das, wahrlich, hätten wir nicht am Tag zuvor jetzt die Nachricht gehört, dass die Kaiserin tot ist, hätte ich da vielleicht auch mehr hineininterpretiert, aber... Ihr kennt die Geschichte des Horusreiches. Ihr seid vertraut mit ihr? Klärt mich auf. Nun... Es gab schon einmal einen Vorfall, in dem ein Horus unter, nun sagen wir, mysteriösen Umständen starb. Und nun ja. Es gibt gewisse Zeichen, die auf eine Vereinigung, eine Loge mit dem Rattenkind hindeuten.
Was wäre, wenn dies nun wieder geschehen würde oder geschehen ist? Nun, das ist möglich. Wie gesagt, ich möchte zumindest hoffen, dass es nicht so weit geht, doch das ist etwas, was wir nicht ignorieren können. Und ich denke schon, dass diese Einladung in gewisser Weise ernst gemeint ist. Und ich hoffe auch, dass es darum geht, sich Unterstützung zu sichern für eine Erbfolge. So könnte man diesen Wortlaut zumindest interpretieren. Nun ja, der erstgeborene Sohn. Davon weiß ich nichts. Der erstgeborene Sohn der Kaiserin? Nun ja, nichts ist so, wie es scheint bei solchen Einladungen und Bällen. Das ist mir schon klar. Wie soll Deswegen, ich kenne mich zu wenig mit dem horasischen Hof aus, deswegen habe ich dich ja zur Rate gezogen. Wir sollten die anderen auf jeden Fall aufklären über diese Einladung. Sie müssen Bescheid wissen. Zum Teil stimme ich dir zu. Und doch, wenn wir sie aufklären, nun, ich habe halbwegs die Befürchtung, dass sie dieselbe Reaktion haben wie du. Und es darin ausartet, dass sie dafür stimmen, dass wir einfach versuchen, das Ganze zu stürmen und alle zu töten. Ich denke nicht, dass das schlau wäre. Zumindest. Wie gesagt, wir wissen nicht, was dahinter steckt, ob da vielleicht wieder so etwas dahinter steckt, aber wenn dem so ist, nun, dann können wir es herausfinden. Wenn dem nicht so ist, dann haben wir nicht zu schnell, zu voreilig gehandelt. Wenn wir mit allen dort auftauchen, denke ich, dass es zu auffällig auch wäre. Wir sollten auf jeden Fall mit ihnen reden und sie selber entscheiden lassen. Ich halte es für keine kluge Idee, wie gesagt, die Gruppe zu trennen. Unsere Kräfte sind am besten vereint. Das stimmt schon, aber ich weiß nicht, ob unser werter Elf oder Rafim nicht vielleicht mehr Schaden anrichten, wenn man sie mitnimmt, anstatt nicht auf einen Maskenball. Selbst Voltax ist viel zu naiv. Nun, lassen wir sie aber entscheiden. Wenn wir sie alle mitnehmen, dann müssen wir überlegen, wie wir es tun, ohne wie eine angreifende Horde auszusehen. Nun, Rafim könnte sicherlich als euer Leibwächter geben. Isarun, nun ja. Als Isarun. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was den Zwerg betrifft. Genau das. Nun, die anderen vier, ich vertraue ihnen mein Leben an. Daran steht kein Zweifel, doch ich weiß nicht, ob ich ihnen vertrauen würde, in einem auf einem Tanzparkett unangreifbar zu sein. Ich denke, so kann man es ausdrücken. Und die müssen nicht tanzen. Sie können sich auch unter das ich meine eher das Volk mischen. Sie sozial geeignet sind, sich gegen alle Einflüsse von geübten Politikern zu wehren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dazu in der Lage sind, aber nun gut. Ich denke, wir sollten das in einer größeren Runde besprechen heute Abend beim Essen. Ja, genau. Aber nun, ich denke, du verstehst, warum ich zuerst mit dir darüber geredet habe. In der Tat. Während die anderen an der Akademie ankommen, das Hauptgebäude der Puniner Akademie liegt unweit des Winsalter Tores im Theaterviertel. Das sogenannte Pentagrammaton ist ein wuchtiges, fünfeckiges und dreistöckiges Gebäude aus braungrünem Raschtholzmarmor. Umgeben ist das Pentagrammaton von allen fünf Seiten, einem parkähnlichen Garten, wo die Puniner Magier sich zu Disputen oder Spaziergängen treffen, um über Divinatron oder die neuesten Errungenschaften der limbologischen Raumquerverteilung zu diskutieren.
Eine ebenfalls fünfseitige Schutzmauer trennt die ganze Anlage von der Außenwelt ab. Auf dem kurzen Weg vom Tor bis zur Außenmauer, vom Hauptportal des Pentagrammatons, könnt ihr erkennen, wie dort eine Statue des Erzmagiers Basilius steht. In Überlieferungen zufolge stand dort ehemals ein überlebensgroßes Standbild des Akademiegründers, Fran Horas. Die Akademie ist wohl eher eine Stadt in der Stadt. Etwa 25 Magister, die hier lehren, 80 Scholaren, die lernen und Hundertschaften von Schreibern, Hausdienern, Akademiegardisten sowie eine große Anzahl von Gästen, die stets die Gänge und Übungsräume füllen. So werdet ihr hindurchgeleitet durch den Eingangsraum, die Halle, an dem Archiv vorbei, den Arbeitskabinetten der Magister, die ebenso fünfeckig sind, wobei im Arbeitskabinett der Spektabilität, dem Kartenraum, bis ihr dann in die Halle des Weißen Auges geführt werdet, wo einige Sitzreihen an den Wänden angebracht sind. Und ihr könnt dort erkennen, Zordan Irelion von Hohenstein. Magister Magnus des ODL, den ihr auch gestern schon gesehen hattet, der zwar nur als Zuhörer anwesend war, aber der jetzt euch einmal mit einem kritischen Blick mustert, euch zunickt, die Vorlesung abbricht und sämtliche aktuell anwesenden Scholaren wegschickt. In einem sehr rauen und ruppigen Ton. So fühlen sich wieder einmal die Gänge und dann deutet er nur mit seiner offenen Hand auf die nun leeren Plätze. Euer Spektabilität, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. Spurgesen. Wir wollten unsere Lektüre natürlich nicht unterbrechen. Kein Problem, setzt euch. Einen schönen guten Morgen. So, was verschafft mir denn die Ehre? Bekannt? Nein. Was verschafft mir die Ehre, dass Spurgesen hier in unsere Akademie stolziert? Wir sind auf der Suche nach Informationen zum Thema der wahre Name von magischen Kreaturen. Wahre. Die Forschungssituation hierzu ist etwas dürftig und wir haben uns erhofft, dass wir in den Bibliotheksmauern von Punin dazu etwas mehr erfahren. Treiben sich jedoch öfter Elfen herum, die ja auch manchmal so einen wahren Namen besitzen, so sagt man sich. Burgesen, ist das denn er schaut dich an, Boltax, wenn du gerade ihm ins Wort fällst, ihn so ein bisschen versuchst zu unterbrechen. Ist das denn abgesegnet von eurer eigenen Spektabilität? Nein, dazu war bisher keine Zeit. Gehört oder ungehört, was soll das sein? Tatsächlich keine Dämonen, sondern von magischen Wesenheiten. Drachen. Drachen? Genau. Spurgesen, wir haben hier ungehörnte Dämonen in allen Formen und Farben und auch gehörnte. Wir haben hier Geisterwesen und sogar einige Djinne und Elementare. Aber Drachen besitzen wir hier zumindest nicht. Da solltet ihr vielleicht mal drüben im Mesindetempel vorbeischauen. Warte, die Drakonita. Schaut dich wieder an, wenn du ihn unterbrichst. Spurgesen. Hat man euch nicht militärisch etwas beigebracht? Sind die Beilunker denn. Euer Spektabilität, ich dachte, ihr wärt fertig. Sind die Beilunker denn zu etwas Nütze? Selbstverständlich, euer Spektabilität. Gut, dann Auftrag erkannt. Wenn ihr Drachen Auftrag sucht, dann Isindetempel. Uns geht es nicht nur darum, einen spezifischen Namen zu finden, sondern uns geht es auch darum, einen Namen zu analysieren. Ja, also wie setzt man diesen Namen zusammen? Also eigentlich hatte ich ja gedacht, vielleicht in Romulus könnte man uns da helfen, aber jetzt, wo wir schon mal hier sind. In Romulus? Ja. Burgesen, warum stehen hier Geoden in meiner Akademie? Sind wir hier in Belhanka oder was? Nun, man hat ihn vorgelassen. Ich dachte, die Graue Gilde ist dort etwas toleranter, was andere Magietraditionen angeht. Was hat das mit Toleranz zu tun? Also sprecht ihr oder schreibt ihr Draknet? Drakonisches Draknet? Kennt ihr die Böscherrollen? Kennt ihr die Schriften der Drachenchronik? Die Menetekel-Schrift? Auch diese nicht. Sind sie hier vorhanden? Alles in der Hesinde-Bibliothek. Nun gut. Magische Analyse von wahren Namen finden wir auch alles in der Hesinde-Bibliothek? Oder gibt es dort etwas hier? Wir haben selbstverständlich etwas zu Dämonen, sowohl nieder- als auch gehörnt.
Aber auch wenn es sich ein wahrer Name schimpft, wahrer Name ist doch nicht gleich wahrer Name. Es ist also etwas völlig anderes, ob man den wahren Namen eines Drachen, eines Feenwesens oder etwas ganz anderem analysiert. Sie unterscheiden sich alle gänzlich voneinander. Das ist schon einmal eine wertvolle Information. Wo finde ich mehr? In den Akademien, beziehungsweise in der Bibliothek. Aber bin mir nicht ganz sicher. Selbstverständlich haben wir auch einige theoretische Abhandlungen dazu in unseren Giftschränken. Ich würde sagen, ihr fangt erst einmal an bei den Drakonitern und könnt dann in die... werdet euch einige Exponate in die kleine Bibliothek legen lassen. Meldet euch dort einfach mit eurem Namen an und ich werde sie euch dann dort hinlegen lassen. Hab Dank für eure Hilfe. Wir sind mit euch. Ich muss, glaube ich, nicht betonen, dass Morenes keinen Zugang mehr zu der Bibliothek bekommt. Ja, jetzt wo er Schwarzmagier ist, ist das ja auch verständlich. Alles klar. Waren sie also doch schneller? Nun ja, wer wohl sonst? Ja. Vor allem hat die Schwarze Gilde nicht nur ihn angeworben, sondern Morenes hat auch zugestimmt. Ja, offensichtlich. Er hat sich schon höchst merkwürdig betragen. Merkwürdiger als sonst. Aber schon sehr kleidsam, diese dunkle Robe. Ja, schüttelt den Kopf. Was auch immer. Nun, Voltax, dann werden wir uns einmal auf den Weg in den Hesindetempel machen und später wieder hier hinkehren. Ja, ich denke immer noch, Obelisk wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen, aber gut. Dann auf zu den Drakonitern. Ja, wenn ihr von hier aus in Richtung Norden geht, an dem Park vorbei, dem Theaterviertelpark, da wo ihr am gestrigen Tage Charmyd-Jahira vom Flammenden Berg herbeigerufen habt, dann könnt ihr auch den Hort der Drakoniter finden, dem der Erzabt Karma Viarius vorstellt. Hier direkt auch neben einem weiteren Boron-Tempel, ein zweiter, kleinerer Boron-Tempel, wobei der wohl eher zu einer Absplittergruppe, einem Hospiz der sanften Mabo gehört. Aber ihr könnt die Hallen betreten und trefft dann nach einer kurzen Suche auf zwei Drakoniter, die euch zumindest vom Gesicht her schon einmal bekannt sind. Drakurian, der sich dort gerade mit Asavo Yitzkok vom See unterhält. Die brechen dann auch ihr Gespräch ab, verbeugen sich einmal und verschränken dann ihre beiden Arme in ihren langen Kuttenroben. Wir sind zum Gruß. Willkommen. Willkommen in den Heiligen Hallen. Hier sind wir zum Gruße. Euer Gnaden, wenn wir ein wenig eurer Zeit in Anspruch nehmen dürften? Selbstverständlich. Ich habe sowieso vorgehabt, mit euch zu sprechen. Aber wenn ihr bereits zu mir kommt, dann können wir das sicherlich auch abkürzen an dieser Stelle. Was können wir tun? Wollt ihr nicht zuerst sprechen? Ihr seid zu mir gekommen. Euch gebührt das erste Wort. Ja, gut, also wir kommen gerade aus dem Pentagrammaton, wo man uns hierher verwies. Es geht darum, dass wir im Moment im Bereich der wahren Namen forschen, speziell wahren Namen von Drachen. Es geht dabei um die Analyse, wie findet man so etwas heraus, wie sieht ein wahrer Name eines Drachen aus und gibt es bekannte wahre Namen von bekannten Exemplaren? Wisst ihr dazu etwas Genaueres? Alles, was ihr wisst, hilft uns. Ja, er blickt sich ja mal um, steht dann noch wohl irgendwie gerade mitten in den Gängen, in den Fluren und wird euch dann einmal bedeuten, Drakurian lässt Asavo wohl erst einmal stehen, nachdem sie sich kurz unterhalten haben und bringt euch dann in einen etwas abgelegenen Raum. Sieht aus wie so ein typischer Lehrraum mit einer großen Tafelkreide, die davor steht. Und ja, es hat natürlich ein bisschen Ähnlichkeit jetzt auch mit den Einrichtungen des Pentagrammaton, auch wenn ihr dann hier nicht offen in einer großen, runden Halle steht, sondern in einem Klassenraum. Verschließt die Tür, stellt sich an die Tafel und fängt erstmal an, heran, ja, etwas zu kritzeln. Ihr könnt seine Schrift kaum identifizieren. Aber wenn ihr die Augen so ein bisschen zusammenkneift, er hat eine unglaubliche Sauklaue, wie so ein typischer Lehrer. Seelentier erkennen, Blick in die Gedanken, Blick aufs Wesen und sensibar. Schreibt er dran. Dann dreht er sich um. Also gut, der wahre Name ist ein komplexes gedankliches Konstrukt, was durchdrungen wird von 6 Prinzipien.
Ihr sprecht nun also nur über die Drachen, korrekt? Genau. Um welchen Drachen soll es sich denn handeln? Das war. Also ein Abkömmling des alten Drachen. In sich derart widersprüchlich, dass man fast darüber wahnsinnig werden könnte, sie zu begreifen. Ein sterblicher Geist sperrt sich meist gegen diese Gedanken und wird versuchen, ihn abzustoßen. Ihn zu begreifen, ihn zu speichern, kann starke Kopfschmerzen verursachen. Vor allem, weil der Kampf mit einem solchen Drachen, mit seinem Geist... Er wird an jedes menschliches Wesen brechen und auch an jedes Zwergisches, jedes Elfisches. Drachen sind Kreaturen, die mehrere tausend Jahre alt werden können und vor allem dieser Drache ist Äonen alt. Umso wichtiger ist es, seinen Namen rauszufinden, um diesem Spuk endlich ein Ende zu bereiten. Das kann ich verstehen. Ihr solltet allerdings wissen, dass es sich bei dem Rassasor nicht um irgendeinen Drachen handelt und auch nicht um irgendeinen Heptarchen, sondern um den stärksten Drachen, der auf Aventurien oder sogar auf Dere gastiert und auch den stärksten Heptarchen. Und zwar unangefochten. Er ist stärker als der gestorbene Kaiser, der Dämon, den Galotta. Er ist stärker als Helmer Hafax, er ist stärker als Demiona von Sorgan oder Gaxera. Gut, also da brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Aber, wir können trotzdem irgendetwas tun, denn etwas muss ja getan werden. Es gibt ein Buch, in dem wahre Namen oder auch Teilabschriften gespeichert sind, das sogenannte Draconomikon, aus dem man sicherlich mehr erfahren könnte. Ja, das ist in unserem Besitz. Das besitzt ihr sogar? Natürlich, wir sind doch vorbereitet. Habt ihr es tatsächlich mit? Soll ich mal einen Glückswürfel werfen? Ja, mach doch mal ein Plus oder Minus. Ich meine, du bist losgegangen, um wahre Namen, von Drachen zu erfahren, hast das Buch nicht dabei. Das wäre seltsam, oder? Ja, das wäre seltsam. Iseron hat natürlich mitgedacht und sich das Buch... Es wäre natürlich jetzt eine Schande, wenn man zurück zu Abelmir laufen müsste und Abelmir darum bitten müsste, dass er das Buch weitergibt. Aber tatsächlich hast du es in deiner kleinen Umhängetasche und könntest es rausholen, wenn du wolltest. Ja, auf jeden Fall. Das lege ich auf den Tisch. Also, ist wahrscheinlich so ein Pult. Mhm. Interessant, ihr seid gut vorbereitet. Wo habt ihr eine Abschrift her? Das ist eine lange Geschichte. Diese stammt ursprünglich von einem sehr dunklen Magier, der sie uns aus unbekannten Gründen, nicht ganz unbekannten Gründen, überlassen hat. Also eigentlich war das ein sehr netter Mann. Was? Nein, nett war er überhaupt nicht. Er war ein Zweckverbündeter. Ja, er hat uns aber gut behandelt. Ja, er hat uns nicht sofort getötet oder es versucht. Nun jedenfalls, wir haben eine Abschrift des Buches bekommen. Eine Seite scheint herausgerissen zu sein, sonst scheint das Buch aber intakt und sogar teilweise mit weiteren Kommentaren versehen worden zu sein. Dann lass doch einmal sehen. Bitte, Euer Gnaden. Er tritt heran, dreht es einmal, dass quasi jetzt alle Anwesenden drüber schauen können. Wer ist denn da? Voltax? Iseron? Genau. Mendarion auch? Ich bin nicht sicher. Rafim? Nö, ja. Aber ich nicht. Dann bin ich bei Rafim. Dann bist du bei Rafim. Ich hab hier echt gerade nichts zu sagen. Ja, okay. Ja, also könnt ihr dann zu dritt in dieses Buch hineinschauen und er wird einmal durchblättern an der Seite hängen bleiben, die herausgerissen wurde und dann wird den Namen streifen mit seiner Hand. Alopir. Das ist nicht gut. Weil? Drachennamen in der Tat nicht gut sind. Nein, Alopir ist ein sehr finsterer Höhlendrache, der viel Blut gefordert hat, schon seit den dunklen Zeiten. Aber ich sehe, dass trotzdem einige Seiten nicht vorhanden sind. Er blättert aber einmal weiter und ihr könnt dann an eine der Stellen kommen. Ja, sie sind euch bisher nie aufgefallen. Sie sind einfach leer. Und vielleicht haben sie es zusammengeklebt oder so beim kurzen Überfliegen oder auch beim Studieren. Ihr seid zumindest an dieser Stelle noch nicht angelangt und er verharrt dann auf den leeren Seiten, streicht einmal drüber. Dann schlägt er das Buch wieder zu
und streift einmal über diesen, ja, diesen Bucheinband. An Aslarkas Satardaria Eskre Hiszich. Und streicht noch einmal drüber. Ihr könnt dabei sehen, dass wohl Schuppen an seiner Hand liegen bleiben, abgestriffen werden und dann neben ihm auf das Pult fallen. Es handelt sich dabei um kleine, aber ausgehärtete Drachenschuppen. Vortax erkennt sie sofort. Zeigt euer Gnaden, was war denn das? Rissa. Die Sprache der Hexen. Er schlägt dabei schnell wieder das Buch auf und gelangt an die Stellen, die ehemals leer waren, sie sich jetzt allerdings gefüllt haben. Ihr meint, es gibt so eine Art Zauberwort, um Text erscheinen zu lassen? Ihr wolltet doch etwas über wahre Namen erfahren. Selbstverständlich. Dann sollte euch etwas wie ein Zauberbuch mit einer Zauberformel doch nicht schrecken. Ich bin zwar kein Magier, sondern nur Hesinde geweiht, aber diese Tatsachen sind uns schon bewusst. Wie dem auch sei, was wisst ihr über die Essenzen, die mit den Drachen verflochten sind? Was Uisa vor? Ich fürchte, das sagt mir gar nichts. Boltax, dir? Ja, also, ich denke, da habe ich wohl in der Drachentöterschule gefehlt. Ihr versteht, ich bin nicht ganz sicher. Klärt uns doch lieber noch einmal auf. Ihr könnt sie hier erkennen, er blättert dabei einmal von Seite zu Seite und ihr erblickt so etwas wie einen Stammbaum. Wo er dann vor allem dann über die großen Namen ganz am oberen Rand streicht. Fuldigor, Teklador, Umbrakor, Nosulgor und Pyrdakor. Aldinor, die alten Drachen. Sind sie euch ein Begriff? Ihre Essenzen? Ihre Aufgaben? Ja. Die Prinzipien? Oh, die Elemente unter anderem? Nein, die hat Pyrdakor erdorben. Ah, pfui. Pfui. Fängt ein bisschen an zu grinsen. Würfelt auch einmal bitte, ja, ich weiß nicht, Sagen und Legenden oder Magiekunde plus 15. Spezialisierung wäre dann Drachen. Wäre dann eure freie Wahl. Mit der 20 nicht, wenn du sie mit einem Schicksalspunkt retten könntest. Ja, das lohnt sich, dann würfel ich die 20 neu. Ja. Gut, dann einen Moment. Darfst du uns vortragen, was du über die alten Drachen weißt? Beziehungsweise ihre Prinzipien. Teklador, der jüngste der alten Drachen und der vorausschauend Agierende. Er greift ein, bevor der Kosmos aus dem Gleichgewicht kommt. Sterne geschehen und es entspricht seinem Wesen, überlegt und planend zu handeln. Dann gibt es natürlich noch Aldinor, über den, ja, man weiß nicht so viel über ihn. Er wird allerdings der Retter genannt. Er ist der nachträglich Agierende, der eingreift, wenn das Gleichgewicht bereits aus dem Lot gekommen ist. Es gibt das sogenannte Aldinor-Diktat. Also es ist eine gildenmagische Legende. Das ist, dass bei Eintreten einer bestimmten Situation die Gildensprecher autokratische Befugnisse bekommen. Gilden gehen also auf Drachen zurück. Nun ja, es handelt sich hierbei um ein Gerücht, dieses Aldinor-Diktat, aber selbst bei der Rückkehr des Sphärenschwenders ist es nicht zur Anwendung dieses sogenannten Aldinor-Diktates gekommen. Deswegen, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Ich hätte mehr von den Gilden erwartet. Weiß Voslarin das? Selbstverständlich weiß er von diesem Gerücht. Aber wie gesagt, es handelt sich um ein Gerücht. Es ist bisher ja noch nie zum Tragen gekommen.